42. Spieltag in der Penny DEL, das 146. Aufeinandertreffen zwischen den Adler Mannheim und den Kölner Haien. Beide Mannschaften momentan ganz gut drauf. Die Mannschaft von Bill Stewart zuletzt mit 4 Siegen aus den letzten 5 Spielen. Startet ganz gut rein in die Partie und hat die erste gute Gelegenheit, weil Larkin hier tief geht und dann den Puck Richtung Tor bringt. Und Mirko Pankowski, wie hier gut zu sehen ist, im Glück ist, der Puck touchiert den Pfosten. Erste Duftmarke der Adler Mannheim. Aber danach dann Köln deutlich besser im Spiel drin. Mit einer Riesenchance. Tourisson spielt quer durch die Mannheimer Abwehr. Und Carter Proff ist da die Vorbereitung. Stanislav Dietz mit dem langen Pass. Tourisson, 2 super Moves. Und Proff mit seinem 5. Saisontor und dem 1:0 für die Kölner Haie in der 8. Minute. Felix Brückmann im Mannheimer Tor ohne Chance. Dann wieder die Kölner Haie, 9. Spielminute. Best mit der Hereingabe von außen für Nick Balen, der Verteidiger, da vor dem Tor aufgetaucht. Knapp vorbei, die ersten 20 Minuten vorüber in einem intensiven Spiel mit vielen Checks auf beiden Seiten. Das 2. Drittel, auch da wieder Köln mit den etwas besseren Chancen. Hier die Vorbereitung von Olver und dann ist der Ex-Mannheimer Best da mit der Rückhand. Aber sein Schuss geht knapp über das Tor, das Ganze in der 24. Minute. Und dann die Adler auf dem Weg nach vorne. Jens spielt quer auf Wohlgemuth. 2-mal versucht er, an Pankowski vorbeizukommen. Aber ganz knapp scheitert er am Kölner Schlussmann, weil er sich die Scheibe zunächst auf die Rückhand legen muss. Und dann trifft er im Nachschuss eben, hier gut zu sehen, nur das Außennetz. 40 Minuten gespielt, Kölns Anhang am Feiern in guter Stimmung. Das 3. Drittel geht richtig gut los für die Kölner Haie. Vorbereitung Tourisson und dann direkt abgeschlossen. Hier der Schuss, der an der Latte landet. Mannheim im Glück. Felix Brückmann wäre da zu spät gekommen. Wenige Sekunden später, Tyler Godet nimmt die Scheibe auf im eigenen Drittel. Dann der Querpass, Eisenschmidt. Und der braucht eigentlich nur noch einzunetzen, indem er die Scheibe da rechts oben in die Ecke schießt. Aber was für eine Vorbereitung von Tyler Godet. Und Pankowski ist noch leicht dran an diesem Schuss von Eisenschmidt. Kommt aber den Tick zu spät und so heißt es dann 1:1 in der 44. Minute. 5. Tor von Markus Eisenschmidt. Noch 13 Minuten, nochmals Mannheim. Wohlgemuth zunächst auf den Knien, dann steht er wieder auf. Und dann testet er die Reaktion von Pankowski aus der Drehung. Wieder eine gute Chance für die Adler Mannheim. Und dann nochmal Mannheim bei 4 gegen 4. Aber plötzlich geht es in die andere Richtung. Und die Riesenchance für den Rückkehrer, für Landon Ferraro. Erstes Spiel seit dem 3. Dezember. Und hier verzieht er mit dieser guten Möglichkeit. Noch knapp 3 Minuten zu spielen. Nochmals Mannheim mit dieser Chance über Kremmer und über Swartz. Aber letztlich immer wieder Mirko Pankowski. Auch wenn er hier ein bisschen Glück hat, dass die Scheibe am Außennetz landet. Hier reagiert er hervorragend gegen den Schuss ins kurze Eck von Jordan Swartz. Ist mit dem Schoner genau rechtzeitig zur Stelle. 60 Minuten vorüber, 1:1. Es geht in die Overtime. Mannheim hat zunächst die Scheibe, aber dann kommt Louis-Marc Aubry. Und er holt sich den Puck von Tyler Godet und dann tunnelt er auch noch Felix Brückmann. Hier die Aktion, knapp dran an der Strafe. Die gibt es nicht gegen Aubry. Und dann ist er vorbei an Eisenschmidt und bezwingt auch Brückmann zum 2:1, die 62. Minute. Köln entführt 2 Punkte aus Mannheim. Playoff Hockey, it reminds me a few years ago we played here in the playoffs. And it's always a battle when we come here. And very happy with the team, Penta in the net. Just a really good game all around, the PK and 2-1 on the Rhone in Mannheim. We got to be really happy with this. They came out harder than us. They had a good start. We definitely got to work on not, you know, starting off so slow. We had a bit of a punch back there.
Made it a game. Costly turnover by me in the overtime. And, you know, stupid things like that. Köln holt sich 2 Punkte aus Mannheim dank eines starken ersten Drittels, dank eines starken Unterzahlspiels, dank einer gesamtmannschaftlich guten Leistung, vor allem in der Defensive. Am Ende gewinnen die Haie mit 2:1 in der Overtime in Mannheim. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.